So, und weiter geht's hier bei Let's Play Kirby's Dream Land. Wir sind jetzt in der Final Stage angekommen. Wir noch mal alle Bosse fertig machen dürfen. Und ich fange diesmal mit dem hier an. Eigentlich hätte ich mit dem anfangen sollen, der mir am meisten auf die Nüsse geht. Au! Spasti, ey! Das fängt ja schon wieder sehr gut an, ey. Das ist echt der Hammer. Dir. Komm her, Fledermaus. Okay, ab hier rüber. Okay, die Bosse wieder. Jetzt habe ich ja einigermaßen Strategie gegen die Spastis. Okay, hat nicht ganz geklappt, was ich machen wollte. Fuck. Kommt schon. Kommt schon. Ja, es hat geklappt. Ich war schnell genug. Okay, treff mich einmal, was soll's. Oh Mann, oh Mann, ich hasse dieses Spiel langsam richtig. Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Spiel wie Kirby's Dream Land mal hassen würde. Ihr könnt mich jetzt auch ruhig Noob nennen, weil ich hier voll am Abkacken bin, aber das interessiert mich nicht. Sag mal, kommt ihr auch mal wieder hoch? Ihr zwei. Geht doch. Gut, der eine ist schon mal down. Nein, was macht denn für ein Scheiß? Okay, wo kommst du jetzt? Ganz unten. Okay, das passt mir nicht. Vogel, halt's Maul. Na, na, komm hoch, Du Spasti, komm her. Noch zweimal treffen, noch zweimal treffen, nur noch zweimal. Okay, noch einmal muss er mich jetzt treffen und einmal muss ich ihn treffen. Das dürfte eigentlich zu machen sein. Ohne dass ich dabei drauf gehe. Ich habe jetzt insgesamt mit dem letzten Leben, was mir verbleibt, 5 Leben. Okay. Müsste eigentlich zu schaffen sein. So, geschafft. Noch ein Energiebalken. Super. Gehen wir mal hier rein. Okay, hier zwischenfallen lassen. Runterlassen, ganz sanft runter. Nein, diesmal fliege ich nicht in dich hinein. So, wo bin ich? Hier bin ich. So, alle Mobs erstmal gekillt. Okay, jetzt gucke ich nochmal nach, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, mich aufzuheilen. Oh, ich sehe gerade, es wurden nur die Mobs unten gekillt. Verdammte Scheiße. Ah, du triffst mich nicht. Okay, ihr seid auch wieder alle da. Du gefällst mir überhaupt nicht. Ich bezweifle doch, dass ich ganz einfach über ihn drüber springen kann. Wenn er seine Faxen da macht, wenn er auf mich zufliegt. Komm schon. Mach keinen Mist jetzt. Es sind nur Zeit. Und Zeit ist kostbar. Zeit ist Geld. Und Geld wächst nicht auf Bäumen. Es wird nur aus Bäumen gemacht. Wehe, du kommst mit deiner Sturzflugattacke. Wehe. Dann bring ich dich um. Das war richtig übel. Okay, einmal muss ich ihn jetzt noch treffen. Das könnte was werden. Das könnte was werden mit dem einen Leben sogar. Komm schon. Komm schon. Spuck ihn aus. Spuck ihn aus. Yes, da ist er. Und ja. Unglaublich. Mit einem Stückchen Energie habe ich es geschafft. So, jetzt nur noch den Kackbaum, ey. So, das Schwein einsaugen. Den Vogel da wegsaugen. Und da falle ich einfach runter. Mein Gott, bin ich dumm. Egal, jetzt habe ich wieder voll Energie. Was soll's. Gut, wenn ich das Level jetzt mit voller Energie durchmache, dann ist das kein Problem, glaube ich. Beim letzten Endboss. Gut. So, und ich glaube, ich muss niesen. Ich muss niesen. Achtung. Es kommt. Ah, doch nicht. Gut, dann eben nicht niesen. Auf zu diesem Drecksbaum. So. Okay, er fängt an zu spucken. So,
So, jetzt muss ich noch dreimal treffen. Und noch keinen einzigen Strich Energie verloren. Sehr schön. Das ist der letzte Apfel. Und BÄM! Schon ist er besiegt. Holy shit, was habe ich hier für einen Lauf, Leute? Ist ja echt übel. Au, da haben meine Knie geknackst. Und nein, ich lasse mich nicht von der Kokosnuss töten. Ah, diesmal schaffe ich es besser. Ganz ehrlich. Der letzte Part war einfach nur mega fail. Au! Gut, einen Strich Energie haben wir verloren. So. Okay, jetzt muss ich noch hier durch, was auch nicht so schwer ist. So. Au, er hat mich einmal getroffen, okay. Zweimal getroffen. Dreimal getroffen. Au, und schon wieder. Warum hält er denn so viel aus? Komm schon. Nein! Wegen einem Schuss. Wegen wirklich nur einem einzigen. Das glaube ich doch jetzt nicht. Jetzt habe ich noch drei Leben. Stirb, ey. So, jetzt habe ich ein Leben mehr. Nein, habe ich nicht. Verdammte Scheiße, was mache ich für einen Mist hier? Also gleich kriege ich echt einen Anfall hier. Was? Warum habe ich... Das ist ein Witz jetzt. Das ist echt ein Witz. Jetzt habe ich noch drei Striche Energie. Das kann ich nicht schaffen. Das geht einfach nicht. Okay, hab ich einmal getroffen. Holy crap. Schaffen wir es jetzt? Und ich hab's schon wieder nicht geschafft. Aber jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Jetzt mache ich keine Fehler. Jetzt konzentriere ich mich. Auch wenn mein scheiß Köter schon wieder rumbellt. Ich raste hier gerade echt ein bisschen aus. So, jetzt wird das was. Jetzt habe ich volle Energie. Alle Gegner beseitigt, gut. Jetzt muss ich nur noch schlau anstellen und mich nicht von dem Spasti treffen lassen. Moment, Leute, kurze Pause. So, da wären wir wieder bei Kirby's Dream Land und alle gehen sie mir heute wieder auf den Sack, verdammt nochmal. Okay, jetzt schießt er von da. Jetzt macht er seinen Dreierschuss, hat mich einmal getroffen. Aber jetzt habe ich ein gutes Gefühl, was es angeht hier. Oh, er hat mich nicht getroffen mit seiner Tackle-Attacke. Sehr schön. Hier fliegen wir durch. Feuer frei, hier fliegen wir auch durch. Nein, er hat uns getroffen. Aber er geht down. Nice. Sehr schön. So, ich setze jetzt hier ein Safe-State. Ist mir scheißegal. Auf zu König DDD. Wow, holy shit. Was ein Glück, weiß ich, wie man den besiegt. Pack den Hammer aus. Was er nicht tut. Komm schon, wo ist der Hammer? Oh, er springt. Feuer frei. Wo ist der Hammer? Wo ist sein Hammer? Wo ist sein Hammer? Er hat keinen. Okay. Gut, jetzt rennt er wieder behindert und saugt. Gut, zum Glück habe ich mir vorher schon mal angesehen, wie das funktioniert hier. Ja, und ich muss echt sagen, König DDD ist nicht gerade schwer, im Gegensatz zu den anderen. Nein, er hat mich eingesaugt! Lass mich raus! Stirb, König DDD! Hab ich wieder getroffen, verdammt. Oh, er haut auch in der Luft. Okay, er darf mich jetzt nicht mehr erwischen. Ich muss jetzt aufpassen. Ah, er saugt, okay. Piss dich! Eine schwulen Saugattacke. Kommt schon, das schaffe ich jetzt. Traut es mir zu, Leute.
So, jetzt hat er noch ein Leben. Er fällt auf die Fresse. Okay. Jetzt wieder mit seinem Hammer und... Ja! Woo! Very nice! König DDD, kein Problem für mich. Yes, das war nice. Das hat mir richtig Spaß gemacht sogar. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird. Dieser eine Endboss hat mich echt mehr abgefuckt als König DDD jetzt am Ende. Das ist echt übel. Ja, Leute, ich würde sagen, wir genießen einfach ein bisschen den Abspann. Ja, es war ein sehr kurzes Let's Play. 3 Parts jetzt gerade mal nur. Aber, naja, was soll's. Kirby's Dream Land muss jeder einfach mal Let's Played haben. Weil, naja, es ist sowas wie Pokémon. Jeder Let's Player, bis auf so ein paar Ausnahmen, haben auch schon mal Pokémon gespielt. Und das ist so ein Ritual, sag ich mal. Und, ja, es wird auch noch Super Mario von mir kommen. Es muss sein. Weil es Teil des Rituals eines Let's Players ist, sozusagen. Aber gut, ja, Kirby's Dream Land für den Game Boy damals war ziemlich cool. Fazit des Let's Plays, das Spiel macht Fun, es macht Laune. Ist ziemlich schnell durchgespielt. Aber es hat immer noch einen richtig geilen Fun-Faktor, muss man ehrlich sagen. Und es hat Spaß gemacht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht, es für euch zu kommentieren. Hat mich ein bisschen aufgeregt, muss ich auch zugeben, aber... Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Let's Play. Comment, rate, subscribe natürlich. Und wenn ihr noch irgendwelche anderen Let's Play-Wünsche an mich habt, so in der Art von Kirby's Dream Land oder so alte Gameboy- und NES-Spiele, schickt mir PNs, schreibt Kommentare auf dieses Video. Und ja... Das war Kirby's Dream Land für den Game Boy. Noch ein kleiner Huster von mir, da ich immer noch krank bin. Und ja, es regnet. Wow, es regnet Essen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich es auch. Und Kirby sagt Bye-Bye. Und das machen wir jetzt auch. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Let's Play.